Ja, Schulterluxation ist die häufigste Luxation und das ist so bewegliche Gelenk. Deswegen kann man häufig Schulterluxation sehen. Erstmal Einteilung. Es gibt vordere Schulterluxation, hintere und inferior oder unter. Vordere oder anterior, hintere oder posterior. Immer Unfallmechanismus wichtig, zum Beispiel bei vorderen, das bedeutet Stoß auf der ausgestreckten und abduzierten Arm, Position immer Außenrotation und Abduktion. Bei anterior, bei hinterer und posterior, Sturz aus der innen rotierte und adduzierte Arm, Innenrotation und Adduktion. Bei inferior oder untere Sturz auf die hyperabduzierte Arm, Hyperabduktion. Ja. Und bei Schulterluxation, was kann man sehen? Klinisch Schmerzen, Schwellung und Muldezeichen. Muldezeichen bedeutet Leergelenkpfanne. Leergelenkpfanne. Was bedeutet Schulterluxation? Das ist Kontaktverlust zwischen Glenoid und Humerus. Deswegen kann man bei Luxation Leergelenkpfanne sehen und das heißt Muldezeichen. Ja, wichtigste als diagnostische Methode Röntgen. Röntgen in zwei Ebenen man soll machen und bei Röntgen kann man diese Luxation sehen. Ich zeige Ihnen Bilder. Zum Beispiel, das ist Röntgen von anterior Schulterluxation. Anterior Schulterluxation bedeutet abduzierte und außenrotierte Hand. Kann man das sehen? Abduktion und Leergelenkpfanne kann man hier sehen. Ja, das ist Leergelenkpfanne. Ja, Schulterluxation. Das ist auch anteriore Schulterluxation, kann man hier so Leergelenkpfanne sehen und abduzierte, außenrotierte Arm kann man sehen. Ja, das ist auch anteriore. Und hier ist immer wichtig Begleitläsionen. Es gibt Begleitläsionen, zum Beispiel Bankartläsion. Bankartläsion bedeutet Abrissfraktur des Glenoids, vordere und untere. Hier sehen Sie diese. Und gibt es noch Hissax-Läsion? Ich zeige Ihnen auch da. Hissax-Läsion. Bankartläsion, ich habe schon gesagt, Abrissfraktur des Glenoid, vordere und untere. Hissax-Läsion, Impressionsfraktur des Humeruskopfes. Hier sehen Sie. Das ist auch Hissax-Läsion, das bedeutet Humeruskopffraktur, begleitende Impressionsfraktur. Das ist auch Hissax-Läsion. Posterior Schulterluxation. Und das ist inferior Schulterluxation. Sehen Sie Hyperabduktion, hyperabduziert Arm. Leergelenkpfanne. Ja. Das ist auch Begleitläsion und das ist Bankartläsion. Das bedeutet so, hier sehen Sie im Glenoid, vordere, untere Glenoid, Abrissfraktur. Ja, als Begleitläsionen gibt es auch Rotatermanschettenruptur, Nervenläsionen, zum Beispiel Nervus axillaris Läsion und dann kann man Lähmung im Lateral- und Proximalbereich Schulter so sehen und dann Therapie. Als Therapie gibt es konservative Variante und operative Verfahren. Konservative Verfahren erstmal. Es gibt viele Methoden. Stimson, Milch,
Hipocrat, Kocher. Ich werde über Stimson und Milchmethode kurz sprechen. Bei der Reposition, geschlossene Reposition, immer wichtig, vor und nach der Reposition, periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität überprüfen und auch Röntgen machen. Ja, ich zeige Ihnen erstmal Stimson-Methode. Stimson-Methode bedeutet, Patient soll auf dem Bauch liegen und luxierter Arm etwas hochlagern und den Arm des Patienten Gewicht befestigen, damit die Schultermuskulatur entspannen und Humeruskopf so wieder zurückgleiten kann in richtiger Position. Als alternativer Gewicht kann Arzt den Arm des Patienten, so Ellenbogengelenk Patienten beugen und dann leichten axialen Zug machen und anschließend mit leichtem Druck Angulus inferior Scapula nach kraniomedial schieben, damit die Scapula rotiert und Glenoid wieder in richtiger Position reponieren kann. Und dann gibt es alternative Methode, zum Beispiel Milch. Milchmethode bedeutet, der Patient soll auf den Rücken hinlegen und dann Arm recht winkelte beugen, dann abduzieren, dann elevieren, hinter dem Kopf ablegen. Normalerweise soll das selbst wieder reponieren. Als Alternative kann man Arm leichten axialen Zug ausüben mit leichtem Druck im Axillabereich und dann am Ende kann Patient wieder Arm adduzieren, elevieren und ausruhen. Ja, normalerweise dann wird selbst reponieren. Und danach, nach der Reposition, sollen wir immer Röntgenkontrolle machen und PDMS prüfen, periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität. Und dann gibt es auch operative Verfahren. Als Alternative für die operative Verfahren, es gibt Indikationen, Begleitläsionen, Reluxationen und bei sportlichen Menschen. Begleitläsionen, das bedeutet so Hisax-Läsion oder Bankarzt-Läsion oder rotatäre Manschette ruppt oder Gefäß- und Nervenläsionen. Dann Reluxationen, immer Indikation für die OP und auch sportliche und junge Menschen sollen wir OP-Verfahren aufgrund vieler Bewegungen, sie werden häufig diese Luxation kriegen, deswegen. Und als OP kann man offene oder arthroskopische Verfahren machen. Und nach der geschlossenen Reposition soll man auch mit Gichris oder Desaultverband wieder Gichris oder Desaultverband wieder Arm. Hier stellen.